Ich bin auch noch mal überlegen. Moment, wir haben so viele Steine. Jetzt könnte ich ja theoretisch das auch. Machen wir das doch mal. Wie ging denn das? Ein Steinbruch kann ich nicht stilllegen, oder? Ne, kann ich nicht. Aber ihn hier. Steinmetz. Steinschmetz. Eine Salzmine. Die können wir zum Beispiel auch erstmal stilllegen. Weil ich glaube, Salz haben wir auch deutlich genug. Oh, wir haben keine Nahrung mehr. Das ist ganz schlecht. Das ist wirklich ganz schlecht. Ich muss Nahrung einkaufen oder was weiß ich. Auf jeden Fall einkaufen. So, einkaufen. Wo ist Nahrung? Nahrung. Da. Was? Ich kann keine Nahrung einkaufen oder was? Achso. Warte mal eben. Ach, ich habe ja mich gerade verklickt. So. Ja, ist gut. Auf jeden Fall viel. Wir brauchen unbedingt Nahrung. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt keine Nahrung mehr haben. 4 Tonnen Nahrung haben wir jetzt wieder. Okay. Erholt sich das wieder? 4 Tonnen Nahrung. 3 Tonnen Nahrung. Ich hoffe ja mal, dass sich das jetzt so langsam wieder erholt. Wir haben ja jetzt ordentlich was getan, eigentlich. Hier ist ein bisschen Nahrung. Hier ist ein bisschen Nahrung. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wieder 0 Tonnen. Das müsste sich doch bald mal wieder erholen, so langsam. Die ist auch sofort wieder weg. Na gut, zumindest haben die alle noch Nahrung im Haus. Das ist ja schon mal sehr gut. Muss halt nur gleich alles auch genügend da sein. Wenn die ersten wieder einkaufen müssen. Das läuft ja hier alles ein bisschen anders. Wenn die Stände natürlich keine Nahrung haben, dann ist das ganz schlecht. 0 Tonnen Nahrung. Was machen unsere Kartoffelfelder denn hier so? Die haben Alkohol immerhin. Wir brauchen auf jeden Fall, aber mit Geld sieht er jetzt so langsam wieder ganz gut aus. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine sichere Nahrungsquelle. Ich lasse mal eben den Einkauf von Werkzeug. Auch wenn wir das brauchen. Aber Priorität hat er erstmal die Nahrung. Das ist erstmal das Wichtige. Ich hoffe, der Händler kommt bald mal wieder vorbei. Weil ohne Nahrung ist immer ganz schlecht in Anno. Allgemein ohne Nahrung ist ganz schlecht. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mhm. Ja gut, die haben immerhin noch alle Nahrung. Wir müssen das echt schnellstens wieder auf die Reihe kriegen. Aber der Stand hat auch keine Nahrung mehr. Jede Menge Salz, aber keine Nahrung. Kann ich irgendwie... das hier kann ich das auch erstmal... So, wir brauchen kein Salz. Das ist alles viel zu teuer. Ich muss natürlich dran denken, das alles wieder zu aktivieren, wenn wir denn wieder Salz brauchen. Aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. Wir müssen uns erstmal auf die Nahrung konzentrieren. Und die Bilanz ist im Moment sehr gut. Ich brauche noch ein paar... Ich glaube, ich brauche noch ein paar Rinderfarmen. Ach, wir haben nur eine einzige Rinderfarm. Kann das sein? Ja. Ach, weil der kein Dings hat, ne? Der hat sich gerade was geholt, okay. Die Frage ist ja, ob wir lieber mehr Rinderfarmen... Ich weiß nicht, eine Rinderfarm müssen wir eigentlich noch bauen können, oder? 5 Werkzeuge! Die sind aber auch teuer, ne? Vielleicht sollten wir doch ein bisschen Werkzeug einkaufen. Natürlich nicht 75. Das ist ja gleich wieder alles weg. So. Kaufen es mal ein bisschen günstiger ein. Hoffen wir einfach mal, dass wir dafür auch Werkzeug kriegen. Wir können ja mal versuchen, Salz zu handeln. Mal sehen, ob der uns da was für gibt. Dann müssen wir uns jetzt... Die Geräusche hier sind ja auch geil. 35 Tonnen Salz. Dann müssen wir uns ja zumindest Geld oder sowas dafür überlassen. Wir haben ja so viel Salz. Achso, wir brauchen auf jeden Fall den Scout. Die Frage ist, wo ist denn der Scout? Oder läuft er noch da rum? Wahrscheinlich läuft er sowieso noch da rum.
So. Salz. Salz, 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 Salz. Das war dort. Okay, wie viele Tonnen? 140 Tonnen. Nehmen wir mal 50 Tonnen davon mit. Fahren darüber. Seht voll Ich hoffe Zeug! ja. Ach, guck mal, da ist er doch. Befehlt und wir gehorchen! Jetzt sagt er nichts mehr, das irritiert mich gerade ein bisschen. Die Insel bietet Aha. Erz! Oh. Oh. Die müssen wir gleich in Beschlag nehmen. Die können auch nochmal eine Werkzeugschmiede aufbauen, oder was? Oder haben die sowas nicht? Mensch. Immer diese Mongolen. So, unser Schiff müsste ja auch bald da sein. Bleibt aus. Eure Felder Och, verdorren. auch das noch. Natürlich. Das hat mir jetzt ja gerade noch gefehlt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher Wo rankommen. Soll's hingehen? Reicht das schon? Na komm, noch näher. Womit können wir Ja, dienen? okay. So. Ach so, wir können immer nur 20 Tonnen, glaube ich, mitnehmen. Auf dem Weg, mein Dann bin ich mal König. gespannt, was das überhaupt Wir bringt. erwarten euren Befehl. Ob das Geld bringt oder ob das Scheingelle einfach über die nur. Straßen. Es brennt! Naja, ob das nur so ein Tauschgeschäft ist, keine Ahnung. Aber ein Tauschgeschäft scheint es ja nicht zu sein. Das müssen wir ja was dafür kriegen. Und ich glaube, so ganz umsonst werden wir das denen auch nicht überlassen. Sonst ist der Scout, glaube ich, auch relativ dumm. Und das kann ich mir nicht vorstellen. 162 ist die Bilanz. Die Bilanz ist jetzt super, weil wir natürlich auch ein paar Gebäude deaktiviert haben. Was habt ihr für ein Problem? Ach so, weil das Lager wahrscheinlich voll ist, ne? Na guck mal. Dann lassen wir die doch auch erstmal hier ein bisschen schnarchen. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben so viel Holz im Moment. Man muss halt immer nur daran denken, dass man die wieder reaktiviert. Das habe ich auch schon öfter mal vergessen. Deswegen betone ich das nur noch mal zu gerne. Das ist ein Marktplatz hier, richtig? Der steht hier auch so ein bisschen einsam irgendwie. Waren das die beiden einzigen? Ach, wir hatten nur drei Holzfällerhütten, okay. Ja gut, okay. Dann warten wir auf jeden Fall. Wieso ist das eigentlich jetzt wieder so wenig geworden hier? Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich gucke jetzt auch mal ein bisschen aufs Geld. Jetzt haben wir so 600. Diese Geräusche, ne? 700, okay. Aber wir haben auch wieder so schnell. Das bringt uns rein gar nichts, oder was? Nee, okay. Geh weg. Es ist uns eine Ehre. Nee, ich gebe dir doch kein Geld umsonst, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, er gibt uns Geld dafür. Jetzt haben wir zwar Geld gekriegt, aber ich glaube nicht von ihm, oder? Ach komm. Es ist uns eine Ach Ehre. komm, kann er haben. Mir egal. Wir haben so viel Salz davon. Hier. Befehlt und wir Das gehorchen. kriegst du noch, aber nicht die restlichen 15 Jahre, die du haben wolltest. Der wollte ja irgendwie 35 Womit können haben. wir dienen? Soll, Womit müssen können ihm wir 20 dienen? erstmal reichen. So. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Auch wenn wir vielleicht dafür gar nichts kriegen. Womit können wir Oder ich dienen? sehe das einfach nur nicht und das dauert vielleicht einen Moment. Keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach bekommen wir dafür ja rein gar nichts. Dann steigt mal wieder aufs Schiff. Wie sieht denn das jetzt mit der Nahrung überhaupt aus? Da haben wir ja lange nicht mehr geguckt. Eine Tonne. Ohne Nahrung läuft ja sowieso nicht viel, ne? Ein Brand wütet in eurer Stadt. Okay. Wie sieht das am Nahrungsmittelstand aus? Ein Brand wütet in Die eurer Nahrung sieht nicht mehr Stadt. so gut aus. Wir müssen echt mal ein bisschen jetzt was bekommen von dem Händler. Allein zur Ein Feuer ist Überbrückung. ausgebrochen. Alter, wo brennt's denn überhaupt? Überall. Dahin? Ja, natürlich genau da, wo nicht die Feuerwehr ist, ey. Mann, Mann, Mann. Können die denn nicht wenigstens da ihr Haus anstecken, wo die Feuerwehr auch Zugriff drauf hat? Oder kann die Feuerwehr mal ein paar Schritte weitergehen? Nein. So. Wo sind denn jetzt? Wo ist der Scout? Ich sehe den schon wieder nicht, ey. Ach, der ist auf dem Schiff. Okay, das ist natürlich klar, dass ich den nicht sehe. Und dann fahren wir zurück. In die Watte!
Dann packen wir das Salz erstmal wieder weg. 124 Bilanz, Sollten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen Geld verdienen. Vor allem sollten wir mal zusehen, dass wir Nahrung bekommen, ey. Das kann ich noch irgendwas bauen? Wo kriegt man denn ordentlich Nahrung drüber? Achso, Werkzeug haben wir gekriegt. Ach, deswegen haben wir... okay. Dafür haben wir tatsächlich sogar noch recht viel Geld. Da werde ich auf jeden Fall jetzt... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt! So. Ja, hier ist auf jeden Fall am besten. Ich hoffe, das bringt jetzt auf jeden Fall was für die Nahrung. Aber ich glaube schon. Ja, guck mal, 50% ausgelastet oder so. Denke ich mal. Ja. Heißt ja, dass wir eigentlich zwei Rinder farmen bräuchten. Weil ein Rind reicht gar nicht für eine Nahrung. Also für eine Tonne Nahrung natürlich. Ist ja auch klar, dass an dem Rind kann ja auch nicht alles verwertet werden. Verwendet, gebraucht. Wie man es denn ausdrücken mag. Jo, das Salz geht jetzt natürlich erstmal wieder zurück. Och, haben wir gerade... War der Händler gerade da? Nee. Achso, wegen der Rinderfarm. Okay, ich wollte gerade sagen. Wie viel hat die gekostet? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. 300, okay. Na gut, dann macht das Sinn. Oh, hier überall die Geräusche. So. Ach, guck mal, jetzt sieht das mit der Nahrung, glaube ich, auch besser aus. So eine Rinderfarm bringt schon ganz gut was. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir davon noch eine... Ach ne, noch eine können wir gar nicht aufstellen, weil wir gar nicht genug Werkzeuge haben. Okay. Da geht's schon wieder los. Aber ich hoffe jetzt mal, dass das sich da so langsam einpendelt. Auch wenn wir jetzt nur eine Tonne haben. Jetzt haben wir schon wieder null. Das muss jetzt sich so langsam einpendeln. Ich mache gleich mal einen Zeitraffer an, aber ich habe da immer so ein bisschen... Angst, das zu machen, tatsächlich. Weil in der Zeit kann ja mal viel passieren. Er guckt schon nicht mehr so freundlich. Wahrscheinlich, weil das nicht so zu 100% gedeckt ist, ne? Kann ja verstehen. Stoff und Leder sind nicht mehr so gedeckt, ja, das weiß ich. Er ist noch glücklich. Okay, aber ich glaube, deswegen werden die auch nicht wegziehen, nur weil sie kein Leder oder so mehr haben. Nahrung ist dann natürlich wesentlich... stärker von betroffen. Aber das sollte jetzt langsam echt zu Ende gehen. Guck mal, jetzt haben wir 4 Tonnen wieder. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen Fleischereien. Die bringen ja ordentlich was. Ach so, guck mal. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, schau, guck mal, die machen immer noch Holz hier. Brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja so viel. Auch so viele Steine. Marmor. Okay, Marmor brauchen wir jetzt nicht direkt. Über 1000 Einwohner vor allen Dingen. Halt an den Wind. So langsam müsste der Händler dann auch nochmal wiederkommen. Damit wir zumindest Werkzeug wiederbekommen. Dann hat sich ja sogar gelohnt. Wir haben 9 Werkzeuge bekommen für diesen Preis. Wenn es ja 9 waren, ich glaube, oder 7. Ich glaube, wir hatten noch 2 oder so. Ich muss mir mal eben was zu trinken einschenken. Moment. Ja, aber mit der Nahrung sieht immer noch nicht gut aus. Wir haben wieder 0 Tonnen Nahrung. Auch wenn der jetzt wieder Nahrung holt hier. Ich weiß nicht, ob er auch Nahrung holt. Ich hoffe einfach mal. Ja. 2 Tonnen. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt so langsam... Das muss ja nur einmal die Kurve kriegen quasi. Im Moment hat sich das ja so eingependelt, nur wir müssen mal ein bisschen Vorrat haben. Ach guck mal, jetzt haben wir wieder 9 Werkzeuge. Hat uns aber nicht viel gekostet, oder? Oder hat er wieder viel... Ach, der hat wieder Salz gekauft bestimmt, ne? Ja. Ich glaube, der hat ordentlich Salz gekauft. Das ist natürlich wunderbar. Ich würde jetzt echt mal gern pausieren wieder. Wir bauen auf jeden Fall ein paar Rinderfarmen noch. Können wir dann hier noch ein paar Farmen hinsetzen? Können wir hier noch, eigentlich noch viel bauen?
muss mal die ganzen Bäume hier abreißen, Moment. Damit ich mir einen Überblick darüber verschaffen kann. Achso, er reißt die Wege mit ab, das ist natürlich unpraktisch. Die Schaffarm hier. Warte mal. Moment, jetzt habe ich aber eine Idee. Auf jeden Fall. Das hier. Das. Ich hoffe. Nein! Das kann nicht angehen. Oh, nein. Okay. Tut mir leid, die Schaffarm muss weg. Da kommt dann woanders eine hin. Egal, keine Ahnung. Was kostet die? 220?